Bullseye. Helheim verlassen. Ja, ich hätte gerne noch die anderen zwei Sachen, ne? Bin ich ehrlich. Müssen wir hier vielleicht nicht mehr rein. Also ein bisschen auf Raben hören und... Jetzt nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Oh, ein Ansturmschild. Sogar reinscheppern. Mhm. So. Was haben wir hier? Let's observe. Wird nicht offen bleiben. Das Rad ist hinter dem Tor. Man muss es irgendwie einfrieren können, oder? Let's go. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Oh. Ich glaube, aber ein Rahmen, noch irgendwas was fehlt hier, Digi. So viel. Stimme ich gerade zu. Safe. Hui. War kalkulatet. Von woanders links? Hä? Wirf den Speer auf sein Bein. Sag mal. Meine Güte. Hat überhaupt nicht schnell, wa? Hat die schon mal schwer bereitet. Huch. Bitte. Die Kette deutlich sinnvoller, glaube ich. Ja, noch rein. Ja, ein Freund. Ach, da sind wir durchgebrochen. Alles klar. Ich habe wegen Kisten geguckt. Entschuldigung. Kein guter Zeitpunkt. I know. Wir gehen hier durch. Glaube ich. Da hoch. Let's go. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Vertrauen von Odin. Super. Hast du das? Super. Wo ist der? Hinter dir. Oh, ne, nicht hinter dir. Ui, Hi. Hi, Wolfi. Was geht? Wolfgang Petri. Aha. Guti. Gut? Das war er, I guess. Jetzt kämpfen wir. Auf ein neues. Wolfgang! Benutzt dein Speer, er muss Schwachstellen haben. Und ich. Ugh!
reicht es! Vielleicht würde ich das einfach mal blocken, das Ding. Wäre wahrscheinlich wirklich die schlauere Variante. Schau, das Ding zu facetanken. Ich gib schon auf! Aber viel Damage. Also sehr viel Damage. Oh. Sehr viel Damage, Kappa. Müssen wir das ändern? Schnell! Es gibt ja keine Sinne, die man töten kann. Warte, und das beenden. Wie? Du musst mir auf seinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Ich schaff das. Dann auf deine Art. Weiß nicht, ob wir deine Art schaffen in diesem Run, bin ich ehrlich. Ja, genau deswegen. Nee, wir warten. Wie gesagt, just in progress, ne, weil ein Stückchen weiter und so. Hätte ja keine Seele, die man töten kann. Warte! Das beenden. Wie? Du musst mir auf deinem Rücken helfen. Was? Bitte, ich schaff das. Dann auf deine Art. Du kannst die Welt nicht weiter zerstören. Komm. Pass auf die Schockwellen auf. Wie lange soll das noch weitergehen? Jetzt geht auf seinen Rücken, Digi. Uiuiui. Das ist unsere Chance. Betäubt! So, jetzt haben wir den Kleinen. Do it. Oha, let's go. Bitte funktioniert, bitte, bitte. Tut mir leid. Weg, ja! Was war das? Hä? Was ist passiert? Wir müssen ihn finden. Los! War da was, dass er mal einen falschen Dolch oder so bekommen hat? Oder so potentially falschen? Oder war da irgendwas? Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Ah. Also dachte ich, Fenris könnte seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob es geklappt hat. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du lagst in meinen Armen. Voll communicated wird plötzlich die beiden. Tot. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Hm.
Aha. Alles gut. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Herr Sie dann nicht? Ich meine, er sieht deutlich weniger aggressiv aus. Fan? Bist du's? Oh! Oha! Also, Fan, der hat auch die Markierung auf dem Gesicht. Brava, ne? Junge! Ja. Hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Ein Feini. Ein Feini. Jetzt ist die Frage, ist er so ein Zwiegespaltener? Ist das möglich? Dass immer mal der andere durchkommt, oder ist das jetzt einfach nur Fendi? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Siehst du kannst mir vertrauen. Heim. Oha. Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Das ist einfach zu Hause wieder chillt. Der einst gefährliche Höllenhund, der über die Welten herfiel und dann Atreus Wolf Fenrir wurde, ist heimgekehrt. Atreus Messer schloss Fenrirs Seele ein. Beim Stoß in Garm wurde die Seele in seinen Körper entlassen. Ich habe keine Angst vor den Fähigkeiten meines Sohnes, aber es überrascht mich, wie seine Stärke weiter anwächst. Nächsten Schrittplan. Also, als die Dornen dir sagten, dass Heimdall nicht wissen will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein, aber... So, wo sind wir? Wir sind nicht so weit weg. Wir gehen jetzt Richtung Dingsy. Ich würde eigentlich... eigentlich würde ich gerne... Helheim fertig machen, ne? Das Ding ist, ich weiß nicht, wo das letzte Unbekannte ist, ne? Das ist so das, was ich befürchte. Also ich glaube, wir haben noch ein Stück von Helheim, was wir noch nicht haben. Weil... uns fehlt ein Wissen, ein Rabe, den Helriss haben wir und einmal unentdeckt. So. Der Helriss ist hier im schimmernden Bündel. Das Wissen und der Rabe, den wir haben, sowohl als auch die, die uns fehlen, ist in Helgerind. Aber nirgends ist dieses andere Unbekannte etwas. Nein. Happy. Was mich halt vermuten lässt, dass noch eine Gegend fehlt, die wir noch nicht haben. Ich werde alles tun, no? Damit du sicher bist. Wo ist er hin? Hier? Nee. Hä? Ach, da hoch. Kurz die Orientation verloren. Also ich meine, wenn wir kurz das Wissen und den Rahmen jetzt noch holen können, ne? Jetzt gerade da drüben zum Beispiel. Warte. Komm ich nochmal runter? Schön. Dann nehme ich das natürlich mit. Hier ist eine Blume. Oh. Ich tippe auf Seelenblüte. Wir haben einen Gefallen begonnen. Oh, auch okay. I guess. Wir sind jetzt auch noch im Blumensammeln. Den Raum. Ich sehe den Raum. Muss man aber die Tür wieder aufmachen.
Nee, ich will hier durch. Ah, hier machen wir die Tür auf. Glaube ich. Es. Ah, okay. Toll, es ist offen. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einführen. Es. Huch. Hat schon gefallen. Fall. Eine Axt. Hä? Wie kommen wir denn da hoch? Okay, nochmal. Faukili! Das? I don't know. Hä? Aber gerade so, holy shit. Vater, wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was du... Und das doch das Wissen. Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. Let's go. Die Runen. Oh, auch nur ein Rabe. Bis zum letzten Rüstung, also nicht bis zum letzten, aber bis zum nächsten Rüstungsteil, ne? Hey, ich will das im Codex sehen, Diggi. Die mächtige Herr... Verschlingerin der Toten, Schöpferin der Winde, ist nicht die erste, die den Titel von Hel für sich beansprucht. Und sie wird auch nicht die letzte sein. Seit der Zeit der frühesten Fröste haben 9 Herrscher diese Rolle bekleidet, wobei ihre Amtszeit am längsten währte. Aber wann wird ihre Herrschaft enden? Und wird sie mit Gewalt abgesetzt werden oder ihren Titel freiwillig abgeben? Die Toten beobachten und warten. So, jetzt sollten wir nur noch das Unbekannte haben hier in Hel, ne? Nee? Ah, die Blüte war das andere. Wir haben Hel. Let's go. Let's go. Wir haben Hel durch. Yes, please. Ich glaube, das ist ein Rundgang, kann das sein? Ich glaube, das ist ein Rundgang. Nee, ist es nicht. Was ist das? Hey, da ist Reichswelke. Sollen wir mit dir reden? Well, why not, ne? Sprache wie Jörmungand? Sie sagt, dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Ja, wir sind noch dabei. Nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Oh, jetzt unter Freunde. Wir haben mit dem Adler gesprochen, der hier in Helheim thront. Er sah aus der Ferne zu, als ich auf unsere vorherigen Reise gegen den Brückenwächter kämpfte. Durch die Befreiung Garms haben wir 6 Risse nach Helheim geöffnet. Ist nicht erfreut, scheint jedoch nicht unser Gegner zu sein. Das ist auch besser so. Ja gut, aber sind das die Risse, die wir sowieso schon gemacht haben? Warte mal, wir haben noch hier... Fallen? Nee. Odins Augen, Traugarlöcher, geschlossene Heeresse. Haben wir ja schon 2. Wir hatten doch davon schon mal einen. Das war ja nur einer hier, ne? Ne, der andere war beim Haus wahrscheinlich der, ne? I guess. Oha, Berserker sind einfach nur 1 von 12. Na gut. Na gut, gucken wir mal weiter. Oder können wir noch was? Nee. Okay. Guti. Danke dafür. Ab nach Hause. Oder so. Ah, und das Ganze müssen wir wieder mal anfangen. Haben wir am Anfang schon gesehen.
Let's go. Das mystische Tor ist verschüttet. Ich mach das. Pass auf, jetzt ist kaputt. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Pass auf, jetzt entschuldigt er sich. Oha, wie wild wäre das denn? Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Oha. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Zack, erwürgt. Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Wie das geht, Digga, du redest mit Kratos. Atreus. Es tut mir leid. Ha, wie gesagt, entschuldigt sich. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Geht gut. Gehen wir heim. Das ist das Ende von God of War Ragnarök. So hätten sie das Ende machen können, ne? Das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Dann schmücken wir unser eigenes Schicksal. Boah, ist das hell, Digga. Wir können auch mal, wir sollten auch mal wieder Fähigkeiten. Willst du noch was erledigen, wobei, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Weil dann können wir auch die Schmieden und so weiter. Ich bin dein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Die scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Davon wollte ich sie auch überzeugen, aber. Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Guck, das andere war doch gerade das Tor. Ist schon wieder verpasst. Der Boss will die restlichen Lindwürmer, Kumpel. Ja, verpiss dich. Bin dran, Diggi, ich bin dran. Oh. Ihr seid es. Usbrock. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja?
Ja. So wie Sindri aus dieses Block an einem Verletzung gestorben oder so. Deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat. Das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Nein. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Guckt der Spartaner wieder damit durch. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Mal könnten wir. Vanaheim fehlt nicht so viel. Da fehlt nur der Fluss, ne? Theoretisch könnten wir da hin und den Fluss eben noch machen. Das ist schon mal gut, dass wir vielleicht nicht mehr nach Helm zurück müssen. Ich sehe meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Sie. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Hochrat. So ist es wohl. Sind wir woanders bockig. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild, statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Oha. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ja, dann gucken wir zu den anderen beiden Dullis. Gucken wir, was wir wieder vergessen haben. Ich kann dir die Axt schaffen, wenn du möchtest. Ein lebender Wettstand. Das bin ich. Zwergenstall und Essenz von Hehl, oha. Alles gut. Ha, es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Einfach Schatzfeiert. So, die Axt. Bats. Halte sie scharf, dann hält sie dich am Leben. Griff. Batz. Gasling, nein. Griff auch nicht. Speer, nein. Das auch nicht. Also, bevor Schild? Wir nach Freya sehen, nee. Hast du in anderen Welten nee. Vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Oben Junge ist Max. Würde dir gern helfen.
Dieses Ausrufezeichen bei den Waffen macht mich kürre, ne? Rüstung. Nee. Amulett auch nicht. Sag mal, was hat's denn da? Okay, wir könnten. Wir haben hier dreimal Helhelm, ne? Das ist gar nicht so bad, ne? Das ist so ein bisschen Olaf. Vanaheim könnten wir machen. Die Vita ist halt nicht hoch, das ist so das Ding. Da müssen wir deutlich mehr auf Vita gehen. Das ist das Einzige, was jetzt ein bisschen suboptimal ist bei dem Set dann, ne? Grundsätzlich ist das gut. Aber der Schaden wird basiert auf der Vitalität erhöht. Wir haben halt gefühlt keine Vitalität. Dadurch kriegen wir 19, dazu haben wir 35. Das ist nicht bad, aber ich meine, wir haben Abklingzeit 108 zum Beispiel, ne? Und der Junge? Suchst du was Bestimmtes? Schwierig. Müssen wir wirklich, theoretisch müssen wir fast eher auf eine andere Fähigkeit gehen oder so, ne? Wir machen kurz die Axt fertig. Also nicht fertig, eine Stufe haben wir noch. Dann... Oh, weiß ich gar nicht. Wir machen einfach eins nochmal anders. Also entweder kommt da gleich wieder was ultra teures oder wir ziehen den kleinen durch hier, ne? Ja, dachte ich mir. 5k. Aber fast durch. Die Axt ist fast durch. Bitte noch das hier. Not so bad. Not so bad.